Glaubst du oder ihr noch an Engel? Ich für meinen Teil schon, aber ich glaube nicht daran, dass sie immer aussehen wie eine Person mit Flügeln, sondern auch mal so ganz alltäglich aussehen können. So wie du und ich zum Beispiel. Das Wort Engel kommt in der Bibel an ungefähr 330 Stellen vor. Manchmal werden Engel nicht direkt als Engel bezeichnet, sondern als Boten oder als Abgesandter. Was letztendlich eine Übersetzung aus dem griechischen Wort Angelos ist. Und verschiedene Künstler und Maler haben Engel damals in einer bestimmten Weise dargestellt, um einfach den Betrachtern ein paar bestimmte Dinge zu vermitteln. So sind Engel meistens Figuren mit Flügeln, um deutlich zu machen, dass sie vom Himmel, also von Gott kommen. Aber letztendlich weiß niemand genau, wie Engel wirklich aussehen. Und ich denke auch nicht, dass Engel immer irgendwie besonders aussehen müssen, sondern auch mal, wie gesagt, ganz normal aussehen können. Und Engel können eine Art Beschützer sein, wovon ja auch das Wort Schutzengel kommt. Und auch dieses Bild wird oft in der Bibel vermittelt, zum Beispiel in Exodus 23, Vers 20. Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, der dich behüte auf dem Wege und dich bringe an dem Ort, den ich bestimmt habe. Gott schickt mir also einen Engel, damit ich den richtigen Weg finde und mich nicht verirre. Er wird mich durch alle Höhen und Tiefen begleiten und dafür sorgen, dass ich mich stets auf Gott verlassen kann. Und eine, wie ich finde, richtig coole Begegnung und Vorstellung von Engeln steht im Alten Testament. Und zwar wird das Wort Engel dort nicht benutzt, aber ich kann mir keine anderen Wesen vorstellen, die so sein können. Und die Begegnung steht im zweiten Buch der Könige, im Kapitel 6. Der Hintergrund ist, dass der König von Syrien einen Krieg gegen Israel führt. Und der Prophet Elisa, das kommt aus dem hebräischen Elisha, heißt so viel wie Gott hilft, war damals ein sehr gefragter Mann und hat für ein wenig Aufregung gesorgt. Der syrische König wollte ihn nämlich verhaften. In Vers 14 bis 17 steht folgendes. Sogleich schickte er ein großes Heer mit vielen Pferden und Streitwagen dorthin. Es war schon dunkel, als die Truppen Dothan erreichten und noch in derselben Nacht umzingelten sie die Stadt. Als Elisas Diener am frühen Morgen ausstand und vor das Haus trat, da traute er seinen Augen kaum. Die Stadt war von einem Heer Pferden und Streitwagen eingeschlossen. »Ach, mein Herr, was sollen wir jetzt bloß tun?« rief er. Doch Elisa beruhigte ihn. »Du brauchst keine Angst zu haben, denn auf unserer Seite steht ein noch größeres Heer.« Und dann betete er. »Bitte, Herr, öffne ihm die Augen.« Und da öffnete der Herr Elisas Augen. Und er konnte sehen, dass der ganze Berg, auf dem die Stadt stand, von Pferden und Streitwagen aus Feuern beschützt wurde. Was für ein cooler Anblick muss das gewesen sein. Und ich habe im Internet ein Bild zu dieser Geschichte gefunden, wo das super dargestellt wird. Und ich blende euch das hier mal ein. Gott öffnet dem Diener also die Augen und er sieht einfach diese riesige Armee aus Feuer. Eine Armee von Gott persönlich. Das ist, finde ich, so eine hammermäßige Vorstellung. Und die Geschichte geht übrigens ohne ein einziges Opfer aus. Und wer möchte, kann das auch einmal persönlich nachlesen. Wiederum andere Begegnungen mit Engeln finden nur in Träumen statt. So ist zum Beispiel Josef, der Engel zweimal im Traum erschien und hat ihn vor Herodes gewarnt und er soll doch bitte nach Ägypten fliehen. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, das ist ja auch alles schon ein paar Jährchen her mit Elisa, Herodes und Josef. Wie sieht es denn mit den Begegnungen in der heutigen Zeit aus? Kann ich auch heute noch Engeln begegnen? Und ich habe in der Vergangenheit selbst gespürt, dass es heute noch Begegnungen mit Engeln gibt. Und ich persönlich denke auch, dass Gott Menschen in unser Leben schickt, damit sie dort als Engel, so als ein Bote von Gott wirken können. Vielleicht schickt Gott dir Menschen in dein Leben, damit sie dort etwas bewirken, wie Unterstützung und Hilfe oder auch etwas verkünden können. Vielleicht siehst du sie aber auch mal als solche Gestalten wie in der Geschichte von Elisa. Und wir leben in so einer schweren Zeit im Moment, voller Panik, Schrecken und Angst vor der Zukunft. Von allen Seiten fühlt man irgendwas kommen, sei es Terror, Schicksalsschläge, Streit, Leid und Krankheit. Von allen Seiten werden wir von
Ärger eingekreist, der uns das Leben möglichst schwer machen will. Und ich hoffe, dass in diesen Momenten eure Augen geöffnet werden und ihr das sehen könnt, was wirklich abgeht. Dass diejenigen, die für dich sind, mehr sind als diejenigen, die gegen dich sind. Und dass wir umgeben sind von dieser Armee aus Engeln. Und ich wünsche euch, dass ihr auf Gott vertrauen könnt, wenn er vor euch geht, wenn er euch nachgeht und an eurer Seite steht. Amen.